Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unseren aktuellen Kurzmeldungen hier aus der Landeshauptstadt Schwerin. Die Sporthalle in Schwerin-Lankow wird mit Hilfe von Städtebaufördermitteln saniert. Das Innenministerium sagt dem Projekt als Finanzierung über 400.000 Euro zu. Bereits in den Jahren 2012 und 2014 wurde die Halle teilsaniert. Von Juni bis zum November 2023 sind die Bauarbeiten geplant. Am Montag, dem 23. Mai, brannte ein Waldstück in der Nähe des Konzrader Weges in Schwerin. Die Feuerwehr benötigte etwa 2 Stunden, um den Brand auf dem 230 Quadratmeter großen Gelände zu löschen. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen einer möglichen Brandstiftung. Am letzten Freitag, den 19. Mai, wurde ein Spendencheck an die Drescher Werkstätten und an die Anker Sozialarbeit übergeben. Die WEMAG sammelte mit ihrem ersten Wärmebazar Anfang des Jahres Spenden für dieses Vorhaben. Die Gesamtsumme beträgt dabei 700 Euro. Am 25. Mai von 18 bis 20 Uhr findet wieder das Wählerforum Schwerin statt. In insgesamt 3 Runden haben die Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, politische Themen rund um Schwerin zu thematisieren. Das Forum findet in dem Busstopp Bernhard-Schwendner-Straße 18 statt. Nach den 3 Runden können dann die Bürgerinnen und Bürger persönlich mit den Kandidaten reden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren unsere Kurzmeldungen aus der Landeshauptstadt Schwerin.